Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Injustice 2. Brainiac hat einen Angriff auf die, eine Invasion auf die Erde gestartet und wir verfolgen jetzt die Story von Blue Beetle und Firestorm. Da wünsche ich schon mal viel Spaß mit der nächsten Cutscene. Bis gleich, Freunde. Ernsthaft, Heime? Batman hält uns nicht für wichtig. Die Aliens greifen an und wir müssen Wache schieben? Wir bewachen Superman und seine Kumpanen. Die bereits Wachen haben. Wir bewachen die Wachen. Wir sind überflüssig. Jason, nimm etwas Abstand. Betrachte das Gesamtbild. Ich bin lieber hier drin als da draußen. Dieser Anzug ist eine Alien-Kriegsmaschine. Und eure Firestorm-Matrix? Wir bekämpfen Brainiac und BUM! Wir sprengen aus Versehen die Welt. Heime hat recht. Wir haben die Kräfte nicht unter Kontrolle. Na, Professor Heime, hört euch mal reden. Wir sind knallhart. Und deswegen gehören wir auch an die Front. Das hier ist die Front. Brainiacs Amoklauf ist eine Krise. Brainiac und Superman zusammen? Das wäre die Apokalypse. Wir sind also die einzige Barriere zwischen Krise und Apokalypse? Damit kann ich gut leben. Superman-Fanclub. Egal wer, wir sollten uns vereinen. Dann los! Rote Sonnenzelle gesichert. Muss das Energiezentrum sein. Energiezentrum? Bricht es zusammen, schalten sich die Generatoren aus. Und er kann einfach hier rausfliegen. Ist das ein Traum? Einer von uns nimmt Adam. Der andere startet den Generator neu, bevor Superman entkommt. Ein schwacher Plan. Du wirst ziemlich sicher hier sterben. So, ich würde sagen, wir nehmen Firestorm. Yeah. Oder jetzt richtig wild. Jetzt sind wir an der Front. Offensichtlich nicht, obwohl ich eigentlich ausgewählt habe. Na egal. Okay, Robin ist auch wieder frei. Billy Batson. So, dann komm her hier. Zang, das ist schon mal eine rein. Was? Ey, so nicht. Oh, jetzt ist schon wieder richtig los.
Fällt gar nicht hier mit war. Hey. Ich bin wie so ein Käfer, glaube ich. Black Evidence sagt mir irgendwie gerade eigentlich überhaupt nicht. Nur dass er gerade ganz schön auf die Eier kriegt. Yo. Ah. Ich wollte ja auch Firestorm eigentlich haben. Okay. Muss jetzt hier ein bisschen austeilen. Aua. Blöder Sack ab. So, kriegst du nochmal. Hey. Zack. So, boom. So, hier, komm. Oh, hat noch gekriegt, ja. Geil. Skarabäus sagt, du stinkst. Zang. Los, komm. Hey, 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 hey. So nicht. So nicht hier, meine Kinder. Hast du gedacht, wa? Oh, oh. Wann stirbst du endlich? Ich kümmere mich gleich drum. Hab ich? Jawoll! Oh. Hey, hey. Hey. Warte, ich wollte dich mal greifen. Nee, oh, okay, warte. Warte, warte, warte. Hat er mich doch wirklich noch platt gemacht, oder was? Was ist denn das, bitte? Das ist ja wohl jetzt eine Verarsche gewesen, oder wie? Ey, wirklich, Alter. Das ist jetzt wirklich aber ein bisschen mies gewesen. Da wollte ich ihn eigentlich nur greifen. Komm, nehmen wir mal einen Firestorm einfach jetzt. Wie geil ist das denn, bitte? Genau. Ist doch auch cool. Was ist das für Magie? Wissenschaft, ein Impedanzfeld. Sei nicht so herablassend, Chimäre. Du magst Verstand haben. Aber ich habe die Weisheit eines Gottes. Das ist schön. Ist ein bisschen beleidigt oder was? Was ist denn hier? Oh, das ist aber auch ein bisschen langsamer. Aber er kann gut austeilen. Bam! Hey, so nicht. Aber der Adam ist auf alle Fälle ein bisschen schneller. Oh. So, kriegst du das davon. Hey, soll nicht. Knie vor mir nieder, leg dich erstmal lang, mein Kleiner. Daneben. Guck mal, jetzt kriegst du hier nochmal einen rein. Okay. Das war ja schon fast eine Supernova hier. Zack. Hier, komm. Komm her. Zick. Hier, kriegst du noch einen. Und weil es so schön war, hier legst du ihn nochmal lang. Jetzt von hinten. Ja, also schnell kannst du eine kicken. Bam, 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 bam. Das war deine Lektion, Klugscheißer. Kehren wir zurück und verriegeln Supermans Zelle. Die Standards meines alten Herrn sind gesunken. Ihr Frischlinge versucht verzweifelt, Batman zu beeindrucken. Wieso? Er ist schwach. Wenn dein Papa schwach ist, was bist denn du? Ich komme nach meiner Mutter. Ja, der spielt natürlich Blue Beetle. Hallo Robin, ey. Ein Balg wie dich. Ich war das perfekte Kind. Batman war nur nicht der passende Vater. Ey, er hat auf alle Fälle mit dem Stab gefällt mir besser als mit dem Schwert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Anzug ist auch ziemlich geil. Obwohl mir ein bisschen Cape fehlt, aber das ist alles meckern auf hohem Niveau hier. Ja, da mehr Reichweite hier. Zang. Okay. Zack, zack, zack. Yeah. Warte. Immer tauschen. Oh. Hahaha. Ist ja geil. Hey. Guck mal, hier krieg ich nochmal. Zap. Das ist gerade echt passiert. Ja, die passen auch beide ein bisschen besser zusammen. Irgendwie so von der Charakter. Die ist ja. Oh. Guck mal hier. Willst du den hier? Zack!
Oh ja. Achso. Boah, ah. Oh, krass. Wir kriegen jetzt die Griffen. Ja. Ja, voila. K.O. Du solltest deine Familie respektieren. Genau. Wonder Woman ist draußen. Sie beschäftigt den Rest der Wachen. Wenn sie es nicht war, wer hat dich rausgelassen? Das war ich. Kara? Noch ein Kryptonier? Erkennst du mich, Kel? Meine Eltern haben dein Bild auf meinem Schiff gespeichert. Du bist meine Beschützerin. Sorry, dass ich ein paar Jahre zu spät bin. Du und ich haben Krypton gleichzeitig verlassen, aber die Explosion hat mein Schiff vom Kurs abgebracht. Sehr weit abgebracht. Du bist keinen Tag gealtert. Hyperschlaf. Während du aufgewachsen bist, lag ich auf Eis. Ich dachte, ich sehe meine Familie nie wieder. Jemanden mit meinen Augen, meinem Blut. Du kanntest meine Eltern. Sie haben dich so sehr geliebt. Diana braucht Hilfe. Cyborg, wie lang noch? Gib mir 5 Minuten, dann wird's dunkel. Ich lass dich nicht allein. Ich werde hier sein. Echesta sobre tu nivel! Sie ist keine Nummer zu groß. Was ist bloß mit dir passiert? Kryptonier sind passiert. Komm schon, Batman zählt auf uns. Eins muss ich Parma lassen. Die Kryptographie seiner Leute ist top. Ich werde sie trotzdem knacken. Victor, hinter dir! Ein Schmelzpunkt, Cyborg. Rote Sonne-Generatoren! Wir müssen diese Konsole reaktivieren, bevor Superman sich auflädt. Die Dilettantenstunde ist vorbei. Jo, es wird Zeit für Firestorm, würde ich sagen. Ich bin Cyborg. Yeah. Ich war dein Fan, als du Quarterback für die Fort Titans warst. Schon damals hattest du einen Kanonenarm. Und jetzt bin ich dein Gefängniswärter. Quarterback? Das ist echt lange her. Und tja. Ich bin nicht mehr dein Gefangener. Okay. Wie Superman hätten läuft, cool. Oh, au. Hast du gedacht, wa? Okay, okay, okay. Jetzt ist hier Feierabend. Daneben. Okay, kann man nur abspringen. Okay, 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 okay. Ich hab's verstanden, du bist ganz geil unterwegs. Ja, ich kann sie. Ei. Kann ich hoch? Ich hab hier blaue Flamme. Oh. Zack, zack. Zack, zack. Au, 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 au. Oh. Hat er mich als erster down gemacht? Kleiner, verrückter Hund. Hä? Hey. Oh. Jetzt wird's aber langsam unfair. Kann ich hoch hier? Oh, jetzt kriegst du mal von hinten eine rein. Zang! Uah.
Bumm. Geiler Scheiß. So, jetzt kriegst du erstmal. Jetzt ist schon Schluss hier. Oh oh. Daneben. Hihi. Oh. Hey, hey, hey. Nicht so weit. Oh 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 oh. Shit, 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 shit. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Hey. Nee, nee, nee. Nicht schon wieder ein Fail hier. Ja. Gerade so, aber ey, war super. Jetzt feuert dich niemand mehr an. Brainiac ist zu mächtig für Batman. Ich bin eure einzige Chance. Es ist ja so, Superman. Batman hat uns um Hilfe gebeten. Er hat uns nicht eingezogen, einen Treueid schwören lassen oder gar mit dem Gefängnis gedroht. Er wird nicht weit genug gehen. Und deswegen wird er versagen. Kryptonia, hä? Der Professor weiß, was mit euch zu tun ist. Kryptonit! Genauso schlimm wie Wonder Woman und Black Adam sagt. Gib auf, dann hört es auf. Kryptonia, geben niemals auf. Yeah, da ist mal wieder Zeit für den Blauen, würde ich sagen. Wir befreien Kal-El, ob du willst oder nicht. Muss ich jetzt gegen Bede kämpfen oder was? Und Partnerwechsel? Voila. Okay. Wir brauchen Kals Hilfe, Junge. Du hast keine Ahnung, wozu Brainiac fähig ist. Nein, aber ich weiß, wozu Superman fähig ist. Mhm. Und es ist nichts Gutes. In der Luft, mal schön zack. Hey, boah, bist du mit ihr? Das ist aber unfair. Macht man nicht so weit. Zack. Ja, so nicht. Mit deinen roten, geilen Augen kannst du dir sonst wohin schieben. Au, scheiße. Zack, zack, spam. Bam. Yeah, voilà. Komm hier, mal. Aktivier mal deine Klingen, weil die ganz geil waren. Zack, zack, zack. Ja, hast du gedacht, wa? Und jetzt komm, kriegst du mal einmal den hier. Kann man sich einfach den Satz sehen, oder? Finde ich. Boom. Hey, 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 was soll denn? Oh, oh. Willst du mich immer noch kitzeln? Okay, warte, warte, warte. Weg. Nee, hab ich nicht geschafft, Scheiße. Aber den Tag sowieso noch sehr ernste Kraft. Zack, leg dich auf den Boden. Aua. Spinne hier. Zahn, hab ich gesagt. Schätze, auf den Boden, Supergirl. Geil, so viel Frische. Wir haben's drauf. Der Professor und ich haben Wonder Woman unter 10 Meter Stahl begraben. Ihr habt tapfer gekämpft. Aber der Kampf ist vorbei. Bitte, was soll ich jetzt tun? Professor, das ist verrückt. Vielleicht können wir es kontrollieren, aber... Sie haben recht. Wir haben keine andere Option. Verschwinde von hier, Heime! Jesu Christo, Jason! Jagst du uns hoch? Das ist der einzige Weg. Jetzt geh! Verschwindet, und zwar alle! Sonst holt ihr euch deutlich mehr als einen Sonnenbrand. Du würdest eher Metropolis sprengen, als Superman gehen zu lassen? Ich
Wer bist du? Supermans fürsorgliche Cousine. Du hast so viele Geheimnisse, aber dass etwas vor dir geheim gehalten wird, hältst du nicht aus. Nicht wahr? Du kannst Brainiac nicht besiegen, Bruce. Du hast recht, Diana. Das kann ich nicht. Du bist also bereit, Brainiac um jeden Preis aufzuhalten? Mit allen Mitteln. Was hast du vor? Du bist immer drei Schritte voraus. Die Welt zu retten reicht erst einmal. Ich kehre niemals zurück in diese Zelle. Darauf kommen wir später zurück. Im Moment braucht die Welt uns. Yeah. Da sind sie wieder vereint, offensichtlich. Geil. Wenn sie ihn auch so geil fandet wie Icke, dann wisst ihr ja, lasst mir ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis neulich.